Guten Morgen. Keine Ahnung, warum wir machen das immer wieder, aber wir begrüßen uns immer. Also erstes, wir lachen. Warum machen wir das? Sag mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben einfach Vorfreude. Vorfreude. Willkommen nochmal. Heute am Samstag, am Wochenende, drei Tage später nach unserem Wikinger-Spiel. Ja. Wir haben heute Samstag, wir haben heute der 8. Die Frage für heute ist, was machen wir heute? Heute wollen wir noch ein bisschen das schöne Wetter ausnutzen. Genau. Genau. Ehrlich gesagt, wir sind heute planlos. Aber bei uns im Leben ist so, die Dinge, die planlos, sind immer am schönsten, ehrlich gesagt. Ne? Das heißt, wir wissen nicht, wo wir hinfahren, was wir vorhaben. Ja, wir haben uns eine grobe Richtung vorgegeben. Wir nehmen diesmal den Norden. Genau. Ja. Wir haben vor, Salate zu holen beim Lidl. Normalerweise machen wir uns das gerne auch selber und nehmen das natürlich mit. Aber diesmal war das so spontan, dass wir gesagt haben, okay, fertigen Salat. Jeder nimmt das, was er mag. Genau, du hast Gabel mitgenommen. Genau. All, was man braucht. Kaffeebecher. Wir haben keine Kaffee genommen. Wir haben nur Tee. Okay, zweimal Tee. Genau. Ja, wenn Kaffee ein bisschen kälter wird, schmeckt er auch nicht mehr. Ne? Bei Tee ist das in Ordnung. Stimmt. Das heißt, wir planen natürlich nicht so schnell wie möglich wieder zurück sein. Nein. Ja. Ich habe meine Drohne mitgenommen, falls das Wetter mitspielt. Kann ich eventuell tolle Aufnahmen machen, da wo wir sind. Und einfach tollen, fantastischen Spaziergang und ein bisschen Dialog dahinter. Ne? Genau, wir werden was Schönes genau erleben. Da kommt, das fällt uns bestimmt was ein. Machen wir ganz gechillt mit euch zusammen, Leute. Ihr seid sicher eingeladen mit uns. Wir freuen uns wie immer auf das neue Video, auf die neue Folge. Jetzt kommt vieles mehr natürlich, versprochen. Und ja. Die Sonne kommt. Jetzt noch ein Outfit-Check. Outfit-Check, sie sieht aus wie eine Granate. Die anderen sehen aus wie ein Baum. Nochmal, du hast heute mir gezeigt, also ein echtes Tattoo, Leute. Nein. Klar. Das ist Abkleber. Ich möchte auch sowas ausprobieren. Sieht gut aus. Wie lange hält das, dieses Tattoo? Ich glaube, vielleicht bis zum nächsten Duschen, oder? Vielleicht später. Wo hast du es geholt? Auf Shein. Shein, was hat das gekostet? Mit Rabatt 69 Cent. Oh, das ist aber billig. Welche Motive gibt es da noch? Alles möglich. Soll ich mit Auto? Wir gehen nicht zu Fuß heute? Nein, das noch nicht zu Fuß. Erstmal genau. Raus. Ne? Und wir haben uns vorgenommen, wir fahren ein bisschen Norden. Genau. Das heißt Richtung Lübeck sozusagen, ja, die Autobahn. Ganz grob Richtung. Und, aber wir fahren nicht nach Lübeck, wir fahren einfach irgendwo dahin, wo unsere innere sagt uns plötzlich, stopp, hier anhalten, genau. Hier wollen wir sein, hier machen wir schönen Spaziergang und so weiter und so weiter. Ja, ne? Wir werden die Landstraße nehmen. Sag mal, dein schönes Auto hier. Ja. Uhu. Wow, geputzt. Von wem? Ja, oh. Hast du aufgeräumt? Lucy war in der Waschanlage und hat danach gesaugt. Nee, echt? Toll. Herzlichen Glückwunsch. Im Auto ist es immer sehr warm. Ich ziehe erstmal meine Jacke auf. Genau. Ich ziehe auch meine Jacke aus. Aber jetzt kommt wieder die Sonne. Wie ist das nicht schön? Ja, Christiane? Ja. Wetterbericht sagt Wolken. Und wir trauen dem nicht. Au, es hat gefunkt. Ich muss auch ein paar Sachen wieder. Das ist meine Sonne, Leute. Nehme ich mit. Fantastisch. Hier sind meine GoPro-Sachen. Equipment, dazu Sachen. Im Auto ist es warm. Wir werden ja noch einmal schnell bei Lidl anhalten. Stimmt, nee, dann lass ich erstmal die Jacke. Genau, die kannst du ja sonst drinnen reintun. Gut, danke schön. Genau. Dann lass es ins Auto. Ist der Fahrer schon drin oder bin ich der Fahrer? Super. Ich wollte ein Auto schließen. Ja, okay. Du fährst bis zum Lidl und dann lassen wir sie sein. Ja, da wo Mama arbeitet, da wollen wir gerne ein bisschen einkaufen, ein bisschen Salat. Ich arbeite nicht beim Lidl. Ich? Da um die Ecke, Entschuldigung, ich habe das für dich fast mal gesagt. Hey, wir haben tolles Wetter, es ist warm. Lass uns los. Ich freue mich wirklich, den Tag mit euch zu verbringen. Okay, lass uns. Let's go. Warte. Oh, ich habe zu doll gesagt. Nein, habe ich nicht. Nein, das ist, weil es bergab steht. Okay. Okay. Manometer, bravo, soll bravo. Das sein, ne? Ja. Ich auch. Da hat sie gut gemacht, muss ich sagen. So, wir sehen uns beim Einkaufen. Bis gleich. So, wir haben ein bisschen was eingekauft. Sag mal. Unsere Salate würde ich gerne sehen. Ja, wir wollten nachher ein bisschen mixen, weil ich keine Oliven mag, aber das ist die griechische Variante. Ich glaube, da mag ich die Soße gern und den Feta oder okay. Sowas in der Art. Meine wäre es die, natürlich, ne, glaube ich. Ja, genau. Mit Käse aber mag ich. Dann vielleicht, Lucy nimmt ein bisschen was Käse von mir ab. Ja. Und Lucy hat auch mit... Sie hat die mexikanische Variante mexikanische. Oh, mit das ist Mais gut. Und, ist so gut. Ne, genau. Noch ein paar Hähnchenstreifen. Oh ja, das machen wir. Das mixen genau. Wir nachher noch dazu. Genau. Cola-Dose. Und...
Guck mal, Leute, wir essen richtig gesund. Sag mal das. Was essen wir? Sag mal. Schöne frische Erdbeeren, die sehen auch gut aus. Ja, genau. Wir wollen ein bisschen gesünder, ne? Das heißt, wir haben schon alles eingekauft. Dann wir sind soweit fertig und dann fahren wir auf unsere kleine Abenteuer, meine Lieben. Lass uns zusammen. Los. Okay. Genau, jetzt starten wir. Unser Plan war, nicht das Autobahn nehmen. Wir wollen unbedingt die Landstraße jetzt fahren, ne? Genau. Hast du vorgeschlagen? Wir fahren jetzt Richtung Norden. Genau. Nehmen die Landstraße ab Stapelfeld quasi hier gleich um die Ecke. Ich komme irgendwie durcheinander mit der Orientierung hier, ein bisschen. Ja, es ist quasi die alte oder vielleicht auch nicht alte, die B75. Mhm. Und die geht Richtung Lübeck und die nehmen wir jetzt. Das ist sozusagen die Straße, die geht, man verlässt Hamburg sozusagen, stimmt das? Ganz genau. Wo geht die lang generell? Diese Straße führt jetzt zur Autobahn A1, einmal Richtung Lübeck, einmal Richtung Hamburg, Innenstadt oder südlich. Und ja, da fahren wir natürlich auch an der Auffahrt vorbei und fahren rechts Richtung Stapelfeld und dann sind wir schon auf dieser B75, die in den Norden führt. Mhm. Ja. Und warum haben wir uns ausgesucht Norden? Weil ganz viele im Osten waren. Und wie gesagt, das machen wir ganz spontan. Wir wissen nicht, wo wir wollen anhalten, wo wir was sehen wollen. Wir wollen einfach das machen nach dem Gefühl sozusagen. Und dann wird sich auch natürlich auch gegeben. Meistens, ich würde sagen, 90% von unseren Ausflügen basieren sich auf dieses die Spontanität hier. Spontanität, ne? Sozusagen. Ne? Natürlich, man hat schon eine kleine Idee, wo man möchte. Es ist nicht so, dass wir komplett nichts wissen, wo wir hinwollen. Ein bisschen wissen wir, aber ganz wenig, minimal, nur so eine Idee mäßig. Ne? Und dann den Rest macht das Leben überraschend. Ne? Und wie man sieht, das Wetter heute am Samstag verbessert sich von Tag zu Tag. Ja. Morgen soll 27 Grad sein. Das heißt, morgen bestimmt, ich bin voll überzeugt, machen wir bestimmt was Schönes zusammen. Fangen wir irgendwo zum Ostsee oder vielleicht Nordsee. Wir da, guck mal, wie schnell, keine Ahnung, was hier gibt. Perfekt, bravo, herzlichen Glückwunsch, das war nicht so schlimm. Nein. Nicht so schlimm, das war alles gut. Gut, Leute. Ja. Wir haben hier oben, als wir ein Stückchen weitergefahren sind, gesehen, da ist ein Naturschutzgebiet, ein hübscher Waldweg. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, auf deinen Vorschlag oder eventuell Lucys, wo wir eventuell unsere Spaziergänge anfangen können. Aber intuitiv kommt das von dir da. Da gab es ein Schild mit einer Eule, habe ich gesehen. Das heißt, eventuell sehen wir ein paar Vögel. Ja, grüß Gott. Ganz schön. Leider ein bisschen Hauptstraße, aber wir sind gleich in Wald drin. Ne? Es wird bestimmt schön. Unsere Abenteuer, wie einfach. Ne? Man denkt, ich muss unbedingt Urlaub fahren. Nein, man kann einfach rausgehen vor die Tür und die ganze Welt öffnet sich, Leute. Die wartet auf euch. Ne? Einfach rein, ne? Guck mal! Ne? Was machen wir besonders? Nichts in Wirklichkeit. Aber wir machen besonders jeden Moment, weil wir einfach uns freuen. Ich glaube, man lernt das, wenn man älter wird. Oder vielleicht ist das einfach der Reife an uns, dass wir einfach die Dinge schätzen. Aber die Kleinigkeiten und die alles, was einfach für uns gibt hier sofort da vor die Tür vor der Nase, ne? Was sagst du? Ja, ich glaube, man verändert sich einfach im Leben oder manche sind einfach von vornherein so. Ich glaube, unsere Zeiten, wir hatten auch die Zeit, ne? Jugendliche im Bett verbringen und ja, das zu haben Hause alle gemacht, sein, aber genau. das ist eine Phase. Das haben wir alle gemacht, genau. Aber wir wollen natürlich, ne? Wer weiß, wie lange habe ich noch, ne? Ich bin schon 50 dieses Jahr. Huhu. Ja, ja, die erste Hälfte ist rum, ne? Apropos, hast du mich gratuliert? Ich habe heute Geburtstag. Sag mal, Mama. Sag mal, warum? Erzähl mal. Warum hast du Geburtstag? Yes.
Ja, das wüsste ich jetzt allerdings auch gerne. Heute? Na? Offiziell? Ach, vor einem Jahr sind wir das erste Mal Paderborn gefahren. Oh, das kann mich nicht erinnern. Kann sein. Aber heute? Nicht heute. Doch heute war das. Ja, heute, genau. Heute habe ich denn meine hunderte Film bei YouTube hochgeladen. Das heißt, ich habe schon 100 Filme bei YouTube. Leute, das ist schon... ne? Und entwickle ich mich noch. Irgendwann bei 1000, irgendwann bin ich drauf. Dann habe ich mal Erfolg, hoffentlich. Ja, dann gehen wir schon am Rollator. Das wird auch interessant. So, Leute. Premiere. Jetzt gehen wir ins Wald rein. Ich habe diesen wunderbaren Schild mit Olle da vorne gesehen. Schau mal. Sieht man den? Ja. Was heißt das? Muss ich wieder gleich erforschen. Ich glaube, die Eule steht einfach nur als Sinnbild für Naturschutzgebiet, oder? Oh ja, das heißt, hier darf ich bestimmt gar nicht mal mit der Drohne zu fliegen, ne? Das bezweifle ich tatsächlich. Naturschutzgebiet Hahnheide. Hahnheide. Bestimmt gar nicht hier erlaubt. Okay. Nichts erlaubt hier, Leute. Wollen wir. Endlich mal die Ruhe. Uah, wie schön. Das freue mich. Und ich bin überzeugt, wir werden auch hier allein sein, ne? Was sagst du? Mal schauen. Ja. Guck mal, schon teilt sich das hier. Genau. Unsere Panikmacher, Leute. Jetzt von unserer Erfahrung, die machen natürlich jetzt Vorbereitung. Wir schicken uns den Standort. Warum machen wir das? Wir sind ja schon mal in der Heide gewesen und haben nicht zum Auto zurückgefunden. Das war gruselig, Leute. Wir haben so lange gebraucht. Das war genau. Deswegen, Lektion wurde gelernt. Das heißt, Lucy bereitet jetzt vor, natürlich der Standort. Und falls wir uns verlieren, wir finden oder wieder weg raus, ne? Genau. Was sagt deine Intuition? Links oder rechts? Es sind beide schon, ne? Ja. Ich sag gerade. Ja, weg von den Autos. Stimmt, gut. Sozusagen, ne? Gute Idee, genau. Ja. Diesen Wald. Genauso wie der aussieht. Wenn du jetzt sagen würdest, bin ich jetzt in Polen oder bin ich in Deutschland? Hundertprozentig vom Gefühl wird das aussehen wie Polen. Die polnischen Wälder sehen so auf diese Art, was man sieht. Genauso. Ich bin wieder in Polen! Nein, ich bin Prittau, ne? Hinter Prittau. Ja, wir sind schon östlich. Naja, bis zur Grenze haben wir noch 400 Kilometer. Oder ein bisschen weniger. Ja, weit ist ja nicht, aber trotzdem, ne? Ja. Aber so sieht das aus. Deswegen, wow, man fühlt sich zu Hause hier auch in Deutschland, oder? Ein bisschen. Oh, guck mal, diese kleine Häuschen. Sieht aus wie so eine Heuraufe. Das ist so ein Camouflage-Netz, ne? Ja. Guck mal, wie geil. Wow, das ist richtig gut. Das heißt, das ist bestimmt regelmäßig hier besucht, ne? Hoch ist ja nicht, aber, oh, guck mal, gar nicht mal stabil, ja. Leute, was ist, sind das von so ein Trucks von der Trucker? Guck mal, Leute, ich dachte, ich falle um. Was? Was ist das denn? Hört sich an wie so ein... Ach, der hat hinten einen Hänger dran, der so rumklappert. Hier ist dann eine richtige Furche in diesem Waldstück. Tatsächlich. Ein kleines Tal. Ich mag sowas. Nicht so flach. Geil. Schön. Immer mal wieder durchgefahren. Sag mal. Na ja, hat was, ne? Hübsch. Von da drüben sah es etwas tiefer aus. Doch nicht groß, ne? Nein. Okay. Okay, aber schön. Man sieht das bei Natur. Wie grün, wie hellgrün ist das. Guck mal. Das Buche, ne? Guck mal. Rehe lieben das. Essen die das? Lecker. Guck mal, diese helles Grün. Ich habe selber Appetit.
Wow, das ist richtig hübsch hier. Guck mal, Leute. Was hast du hier gefunden, Christian? Sag mal. Was ist das denn? Das ist nur eine Anhäufung. Oh, guck mal. Ich sehe die. Die beißen bestimmt, ne? Die sind bestimmt nicht nett. Ja. Ein Hügel. Ein Hügel? Ja, Waldameisen, schätze ich mal. Ich bin kein Profi. Aber ist das von Menschen gebaut oder ist das von Natur gebaut? Nein, machen die Tiere. Das haben sie selber gebaut? Ja. Wie viel Arbeit? Wahnsinn, ne? Der Baum verliert zwar seine Nadeln, aber nicht an einer Stelle. Das machen haben die gemacht. Oh mein Gott, ich sehe die Bewegung hier. Schau mal das. Die sind busy, guck mal. Oh, Lucy, das ist richtig Action hier. Zeig mal das. Ich habe in allen deine Schuhe. Ah, ey, die sind überall. Ja. Oh ja, ey. Bei mir. Ah, muss er uns bewegen die ganze Zeit. Ja. Warte. Guck mal, überall, sie bewegen sich. Hier sind wenige. Guck mal das. Guck mal das, Leute. Ich muss ganz schnell weg, weil ich habe Angst, dass sie krabbeln auf mein... Was sind die noch? Überall. Die sind überall, Lucy. Hast du gut gefunden. Auf meinen Schuhen. Ich möchte die natürlich nicht töten, aber wegschütteln. Und die waren groß, die Dinger. Ja, Wahnsinn, oder? Und das meinten wir, siehst du? Abenteuer, ne? Action. So wie Jurassic Park. Ne? Man geht einfach lang und man sieht einfach die Dinge. Solche Wälder gibt es in Russland, ganz viele. Sibirien, Polen, Ost. Der Wald ist auch so schön. Ja. Solche weißen. Diese Birken, ne? Ja, das sieht so schön aus. Und die werden halt nicht so dick. Das sind zarte Stämme, die wachsen sehr in die Höhe. Und manche sind so richtig weiß, so richtig hell, ne? Ja, ja. Tatsächlich. Ja. Sehr gutes Holz für Kaminholz. Aber auch sehr teuer, weil die halt nicht so viel dick wachsen. Ne? Genau, genau. Auf jeden Fall. Vorsicht vor, da, oh, was? Die hättest du beinahe erquetscht. Oh! Wir sind in Ägypten, Leute, schau mal. Nein, das ist kein Skarabäus. Guck mal. Das ist nicht echt, oder? Der ist echt. Der hat sich eben bewegt. Der hat sich zusammen gekauert. Warte. Als er deinen Lucy? Schuh gespürt hat. Guck mal. Der hat was, ne? Der ist schon 20.000 hier gewesen. Guck mal. Der ist hübsch, oder? Nein. Man hört Tiere, die so ein bisschen wie Zirkaden klingen, aber es sind natürlich keine. Doch nicht. Die hören sich. Ich höre gar nichts zur Zeit. Das? Hörst du? Das? Und das sind diese Vogel? Zirkaden? Nein, natürlich sind es keine Zirkaden. Hier sind keine. Ist das ein Vogel? Weiß ich. Das hört man viel mehr, wenn man da tiefer drin ist. Das haben wir gerade verlassen. Markieren? Warum? Hast du gesehen? Deine Mama, voll panisch. Okay. So, intuitiv gehen wir hier längs. Also in diese Richtung macht keinen Sinn, weil da die Hauptstraße ist, von der wir gekommen sind. Okay. Richtig. Und hier? Ja, irgendwo müssen wir uns entscheiden. Ne? Ich glaube, das ist schon richtig, dass wir da lang gehen. Ja. Ja? Ist auch schön. Oh, guck mal. Ne? Diese Kopfsteinpflaster, das ist noch von Hitlerzeiten. Davor. Davor. Guck mal, Leute. Das gibt es auch viel in Polen. Es wird immer weniger. Ja. Aber gibt es auch immer noch. Ne? Lass uns so ein bisschen sprechen über Sommerurlaub. Okay. Wann hast du Urlaub, sag mal? Also ich habe, im Moment sieht das so aus, als wenn ich Anfang Juli Urlaub habe. Mhm. Und ich denke mal, wenn man dann in den Süden fliegt, dass wir ans Weiß, Meer weißt du, kommen. Süden. Ich sage, der Süden beginnt für mich am Mittelmeer. Das heißt wahrscheinlich wieder Griechenland, ne? Ja. Türkei. Vielleicht. Die Ecke. Ja, ich bin offen. Ich würde, wenn wir nochmal nach Mallorca fliegen sollten, Ich könnte mir noch mal vorstellen, nach Mallorca zu fliegen, dass wir die südliche Ecke komplett erkunden. Ja. Norden und Osten war schon mal super, super hübsch. Will ich noch mal zurück. Süden und Westen haben wir nicht geschafft. Richtig. Ja. Also ich bin tatsächlich durchaus interessiert an griechischen Inseln. Ich auch. Griechisches Festland finde ich auch okay, wenn es im Wasser näher ist. Und ich würde gerne ein paar Städte besuchen, so wie La Palma, hast du gesagt, ne? So ein bisschen. Auch auf Mallorca jetzt? Auf Mallorca, der Stadt in Mallorca, der Hauptstadt. Palma de Mallorca? Palma de Mallorca. Weißt du, oder? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen.
Okay. Hey, das sieht gut aus. Wir können links abbiegen. Guck mal. Very nice. Okay, dann zurück zu Urlaub. Wie lange hast du deinen Urlaub, sag mal? Also insgesamt habe ich 3 Wochen Urlaub. Ja. Davon würde ich durchaus gerne so 14, 15, naja, zwischen 13 und 15 Tagen verreisen. Mhm. Roundabout. Das heißt Minimum 2 Wochen. Das ist dein, genau, dein Wunsch. Ja. Mein auch, ehrlich gesagt. Genau. Da hatte ich total Interesse. Das und Spanien, Mallorca ist immer noch quarantänefrei. Das heißt, du kannst tatsächlich nach Mallorca. Ja, das heißt, quarantänefrei bedeutet, wir kommen zurück nach Deutschland und müssen nicht in Quarantäne. So wie es jetzt aussieht. Ne? Genau. Aber PCR-Test muss nochmal durchgeführt werden, ne? Ja, es sei denn, wir haben ja dann schon beide unsere 2. Impfung weg. Hey. Und müssen vielleicht nicht. Erzähl mal, apropos Impfung, hör mal zu, was ich zu erzählen habe. Erzähl mal. Naja, wir haben beide, der eine am 10. und der andere am 18. Juni, jeweils unsere 2. Impfung. Das heißt, eine hast du schon gehabt? Ich habe schon eine, Was hast du genommen? Ich habe BioNTech bekommen. Oh, das bekomme ich auch. Hm. Danke, Christiane. Ich habe meinen Arzt angerufen aufgrund meiner Problematik. Die Erkrankung, die ich habe, die ich euch nicht erzählen möchte, habe ich auch sofort eine Bewilligung bekommen. Genau, du warst quasi schon auf der Liste. Genau. Prioritätenliste. Und aber danke, Christiane, weil sie hat gesagt, Roman, du hast wahrscheinlich sehr gute Chancen, hat sie mir gesagt. Ich habe das nicht so wahrgenommen, weil ich fühle mich gesund, fit. 1450. Das ist riesig. Wald. Wow. Sie sagt scheiße, viel zu laufen hier. Ey, wir haben richtig gut gefunden, Leute. Wir dürfen den Weg leider nicht verlassen. Nein, das machen wir auch nicht. Wollen wir eine kleine Pause schon mal haben? Jetzt schon? Kleine? Kleine Pause. Komm, ein bisschen Beratung. Wir müssen uns jetzt beraten, was wir machen weiter. Und danach geht's weiter los mit. Geht weiter unser Gespräch. Über unseren Urlaub. Ja. Und inzwischen kommt die Werbung. Persil, Ketchup von Ketchup. Kommt die Werbung. Ne, hier ist eine Werbung. Kommt die eine hübsche Frau hier. Ah ja, genau. Schau mal, Leute. Beautiful. Yes. Schau mal, dein Tattoo. Wow. Dein Tattoo, warte. Jetzt kommt der Zoom. Guck mal. So sehen die hübschen Mädels. Und Drachen auf dem Shirt. Ja, genau. Voll unsere Dragon Lady. Kurz kleine Pause, kleine Teepause haben, ne? Was sagst du dazu? Perfekt. Das ist aber schön hier, ne? Ja. Wunderbar. Und mitten in der Sonne. Mitten in der Sonne. Ja, Kaffee. Ja, Kaffee, ja, auch. Auch für mich gleich. Okay, schau mal, zu Leute. Ich bin so ein eBay-Typ. Habe ich für 20 Euro kompletter Anzug gekauft. Das ist so ein Tai-Chi-Anzug. Die wollte ich immer gerne haben, weil ich eben so eine große Fan von Bruce Lee bin. Und generell von Chinesen Kampfkunst sozusagen. Und das war immer mein Traum, so ein Ding zu haben. Kamera ist weg! Sie macht das. Auf jeden Fall, schau mal das, das sieht sehr gut aus. Und ich kann euch ein paar Techniken zeigen, vorzeigen, wie ich damals auch trainiert habe. Weil das ist ein bisschen Ahnung, was ich da. So, ich zeige euch ein bisschen was. Ein bisschen wie Bruce Lee fliegen. Warte. Hältst du die Luft an oder was machst du da? Was? Hältst du die Luft an? Du hast mir Angst. Warum? Atmen! Warum mache ich dir Angst? Weil du mit der Luft kämpfst. Ich werde Art, Leute. Ich habe Echt? Ich habe ein bisschen vorgegeben, was sie da machen kann. Aber. Weiß ich nicht, guckst du mal kurz. Hilf mir bitte. Hast du Lust, nachher mit mir zu kämpfen? Aber natürlich. Sie ist bereit. Sag doch, dass du filmst. 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 Ja. Total. Es gibt manche Worte, die. Oder auch. Ja, die sich benehmen. Ja, genau. Wie sie sich benehmen. Genauso wie Katzenberger. Mhm. Hörst du das nicht, weil du die Mami bist? Aber ich höre es ganz genau, diese Tonlage ist auch da. Ehrlich? Von dir. Nein. Ich habe den kalten Latte mit Karamellgeschmack von Lidl geschmeckt. Ich mag es sehr gerne. Haselnuss, Werbung. Ich habe Coca-Cola, Zero mit neuem Geschmack. Warum auch immer neuen Geschmack? Mit was? Es steht neuen Geschmack, aber es steht nicht was. Die lag verstärkt, ne? Sozusagen. Wir sind sauer oder sind zu
So ist man gesund. Mmh. Ne? Richtig lecker. Schmeckt richtig doll nach dem Wald. Doch Menschen, ne? Sind doch nicht allein. Wir sind doch nicht allein. Dachte ich aber. Weißt du so, ich bin von Angezicht. Kann nicht wahr sein. Das war gut. Das war gut. Oh, Schmetterling, guck mal. Ganz grün. Guck, guck mal. So, wir haben uns eine Pause gemacht. Jetzt sind wir weit auf dem Weg. Jawohl, wir sind gestärkt. Und jetzt gibt ein bisschen Bewegung nach dem Essen. Du bist dran. Bin ich dran? Du filmst, wenn ich runterfalle, ne? Okay. Komm mal, gib mal ein bisschen mehr Schub. Okay, der Rucksack zieht mich runter. Ui. Wow. Nochmal. Das machst du aber gut. Jetzt großer Sprung. Bravo. Das war meine Disziplin am Schwebebalken. Genau, ich mache es lieber nicht. Warum nicht? Du bist beim nächsten. Nein, ich habe schon viele Sachen drauf. Dich auch? Okay. Okay, sei auch die Antilope-Sprung, okay? Ja. Und wehe, du brichst dir wieder einen Fuß. Sicher? Da schneidest du bitte raus. Oh, hier können wir schon baden, guck mal. Was ist das denn? Wir können bald unsere Boots rausholen, wenn das hier so weitergeht. Oh, da, was sagt die? Guck mal. Das ist ein bisschen Wasser. Du musst zum OP, Mann. Jung. Ja. Ein Tumor. Ein Tumor. Guck mal, Leute, wie wunderbar. Der Ausblick hier ist wunderschön. Oh, dann gleich rein. Ja, aber die gerne, lass uns da. Ja, da können wir nicht lang, weil wir die Wege ja nicht verlassen dürfen. Doch, da können wir ein bisschen davor gehen. Lass uns. Komm, komm, komm. So, sei komm. Keine Panik, auf den Tarik. Guck mal, Leute, wie schön. Überraschung für mich. Die sind weg. Wo seid ihr? Hallo. Ich bin hier alleine Richtung diesen kleinen Teich gegangen. Und dann plötzlich sind die weg. Wo sind die? Hallo. Scheiße, die haben mich verarscht. Christiane. Aha. Da seid ihr. Ihr habt ihr euch versteckt, ihr seid gemein. Ey, ich drehe um plötzlich. Keine Stimme mehr da. Ich war so beschäftigt mit der Kamera. Ja, gesehen. Dachte ich, die sind weg oder sie sind weitergeblieben. Komm mal hier, zeig mal. Guck mal, wie schön. Komm mal. Guck mal, wie beautiful. Guck mal, wie hübsch, Christiane. Hier, man hat überhaupt das Gefühl, da ist kein Mensch hier, ne? Hier sollte auch kein Mensch sein. Ach, lass uns weitergehen. Lass uns hier. Lass uns hier. Hier, lass uns den Weg und dann kommen wir raus gleich. Da möchte ich nicht landen mit meinen Schuhen. Oh Gott, nein. Guck mal, Leute. Ich werfe dir einen Stock. Lucy, wollen wir ausprobieren, ob ich jetzt da auf die andere Seite gehen kann oder so? Ja, guck mal. Bist du Jesus? Du bist aber gemein. Au. Sorry,
Let's go. Wieso bin ich gemein? Ja, schon wieder kleiner Teich. Guck mal, Christiane. Ja. Schön. Wow. Doch. Was? Habt ihr jetzt Angst, dass wir was verlieren? Wenn wir hier wieder zurückkommen, werden wir hier wieder zwischen diese Seen durchgehen. Huch, das geht nicht. Das schon ganz schön kaputt ist. Oh, was hast du jetzt vor? Ich spiele hier so ein bisschen, wie nennt sich das, Hänsel und Gretel? Da gehen wir lang. Was ja? Heißt, das heißt, hast du markiert? Guck mal. Okay, dann lass es. Das sieht nachher nämlich immer alles gleich aus. Und, na gut, beim Spiel wahrscheinlich. Wir sind nachher drei Leute mit drei verschiedenen Meinungen, ich würde sagen. Tiefer rein oder hier rum? Hier rum? Okay. Sind das Lilien? Wasserlilien. Wasserlilien sind lang, oder? Oder Seerosen. Das sieht aber hübsch aus, ne? Guck mal. Die Beleuchtung. Die Sonne. Guck mal, wie wunderbarer Ort, ne? Ist das ein Feld oder ist das ein Teich? Das sieht nach einem Feld aus. Also ist das, das ist der Feld, ne? Da kommt jetzt wieder zurück. Oder da lang. Oder da. Da, ja, ist interessant. Ja, genau. Schön. Hübsch. Ich dachte zuerst, das ist so ein großer See. Jetzt haben wir Mittagszeit. Das heißt, zweite Pause. Und wahrscheinlich die letzte Pause hier in diesem Wald. Oh, das war eine gute Idee. Hey, kann man gut umholen. Okay. Ich möchte die Kirche nicht lang. Oder soll ich. Oder schaut mir das nicht. Hallo. Hallo. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück zum Auto. Wir haben geschätzt, wie viele Kilometer heute gelaufen? Ich bin kein guter Schätzer, sag du. 5 Kilometer, eine Richtung. Ja, okay. Genau, das heißt, man geht durch die Wald und geht und geht. Es war schön, das Wetter hat sich so ein bisschen verschlechtert, ein bisschen kühler geworden, aber wenn man in der Bewegung bleibt, merkt man, geht noch. Aber als wir unsere letzte Pause gemacht haben und gegessen haben, wir saßen vor Tisch und waren natürlich schon viel kälter. Es, ne? War schon sehr kalt. Genau. Ja. Gott sei Dank, wir haben noch zweite Thermoskanne mit Christiane und haben wir uns noch aufgewärmt mit dem warmen Tee. Ne? Ja. Und unsere Studentin da vorne hat so ein Signal gegeben, es ist Zeit zurückzugehen. Ja. Weil natürlich, sie hat schon was im Kopf gehabt, weitere Pläne für heute Abend. Und das muss natürlich passieren. Es soll nichts versagt werden. Das heißt, man sieht unsere Dirigent ganz vorne. Bestimmt unsere Geschwindigkeit, wie wir uns gehen soll. Dass wir alles rechtzeitig heute machen noch können. Das ist eine Kletterwand, ne? Guck mal. Das sind Pilze, ne? Das sind die Pilze, ne? Würde ich sagen. Wow. Die wachsen, ne?
Und für heute verabschieden wir uns mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr macht Ziergänge heute mit der Familie. Ja. Gebt uns gerne Tipps, ne? Wo man gut spazieren kann. Genau, in der Umgebung. Sehen kann. Natürlich, wenn ihr auf Frankfurt am Main seid, dann fahren wir hin. Erstmal hin. Erstmal nicht. Aber wenn ihr von der Umgebung seid, sehr gerne. Wir bedanken uns nochmal. Danke fürs Zuschauen. Ja. Und für das nächste Mal. Ne? Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.